Moin ihr Lieben, heute möchte ich euch mal die Jack Rodlock in Edelstahl vorstellen. Wie ihr seht, das ist so eine kleine Art Mechanismus, der unter die Rutenablage geschraubt wird. Ist ganz figelinsch, die ganze Geschichte. Ist so aber natürlich noch nicht final fertig. Dazu haben wir im Lieferumfang eine kleine Hülse enthalten. Da ist eine Art Spanngummi drin, sowie Kabelstrapsen, so eine Art Kabelbinderstrapsen. Ausgepackt sieht das Ganze dann so aus. Na, hier das Gummi, hier eine Strapse. So, und das Ganze will dann auf die Rute angepasst werden. Das wollen wir jetzt gleich mal gemeinsam probieren. Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte ist, dass nicht nur diese Halterung quasi hier die Rute fixiert, sondern wenn wir wirklich Hook and Hole zum Beispiel angeln, hier quasi diese Gummistrapse hinübergeht und die Rute wirklich bombenfest arretiert, dass die Rute auch nicht aus der Verankerung gerissen werden kann. Das wollen wir gleich mal testen. Ich werde das gleich mal zusammentüdeln, beziehungsweise ich werde es probieren, ihr Lieben. So, los geht es gleich. Ich versetze einmal die Rute eine Auflage weiter, um es einmal anzuschauen. Wir haben hier, nur dass man es gleich versteht, quasi einen diesen kleinen Nippel. Und dahinter spannen wir gleich diesen Gurt einmal hier herüber. Da unter dieser Spannstange wird er quasi fixiert mit der Strapse und wird dann auf diesen Nippel gespannt oberhalb der Rute. So, Rute, du kommst wieder zurück nach Hause mit dir. Endeffekt das hier hinter gespannt und hier kommt der Mechanismus zum Einsatz quasi. Hier spannen wir das rum und spannen es wieder hier hinter. Oder auch nicht. Doch, das läuft. So. So im Endeffekt ist das ganze System gedacht. Na, also das wird hier gleich abgeschnitten quasi und dann mit einer Strapse gesichert und verödet, dass es auch nicht durchrutschen kann. So, und im Endeffekt, um es jetzt mal zu demonstrieren, ist natürlich jetzt noch nicht endgültig final fixiert, aber also die Rute, ohne zu übertreiben, Leute, da, ich hätte fast gesagt, da verbiegt vor das Edelstahl, aber auch das nicht, aber ist wirklich bombenfest. So, jetzt simuliere ich mal die Thematik, wenn tatsächlich jetzt die Rute ablaufen würde. Hier haben wir diesen kleinen Knopf. Den kann man natürlich auch andersrum bauen, dass man den Knopf hier hinten hat. Für viele wahrscheinlich, die jetzt die sagen, klack, bin ich schneller hier in der Rute, kann ich hier entgegen drücken. Ich finde es aus optischen Gründen gerade nach vorne. Es steht nichts da hinten ab. Es ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Wir wollen das einfach mal eben testen. Angenommen, ich habe ein bisschen Lauf. Klick, sofort freigegeben, Rute bereit zum Anschlag. Also ist schon mal geil. Ne? Ich werde das nochmal gleich fixieren oder es probieren. Sekunde. Achso, Moment. Ich muss erstmal den Mechanismus hier wieder. Ja, man muss sich damit erstmal anspielen. Ne? Ich habe es jetzt ganz neu, auch jetzt hier nichts vorbereitet, um mir irgendwas scheinheilig vorzubereiten, sondern genauso doof, wie ihr da auch vorsitzen würdet, ne? Ja, ich werde das jetzt mal hier gleich abdödeln. Mit hier so einem wundervollen, komischen Stapsending. Ich glaube, man soll es auch nicht zu fest machen. Ich hörte halt auch schon mal davon, wenn man sonst den Knopf drückt, dass das auch ein bisschen Aua machen kann. Also wir sind natürlich keine Mädchen, aber halt nicht übertreiben, ne? So, das ist ziemlich fest. Dann auch einmal bündig. Ist ja Strapse zu. Da verrutscht nichts mehr. So, und jetzt gehen wir hier unten nochmal eben bei.
Beim nächsten Mal nehmen wir auch eine scharfe Schere. So. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die Bude nicht anstecken. Hier natürlich wieder so ein Feuerzeug genommen, was hier auf volle Dröhnung ballert. Oha! Die neuen Rauchmelder, Vorsicht! So, da sollte bombenfest sitzen. Also jetzt nochmal final, dass ihr es auch seht. Also, das Ding ist Bombe. Und jetzt will ich mal schnell in die Rute gehen. Sofort frei. Also ich muss es natürlich nochmal am Wasser begutachten und wie flüssig das alles läuft, aber rein jetzt schon finde ich super geil. Ihr kennt übrigens wahlweise diesen Knopf des Mechanismus. Bei mir passt es jetzt natürlich ziemlich geil zu den roten Rutenringen hier. Könnte man sich sogar auf eine Höhe setzen, sieht natürlich cool aus. Alternativ kann man da schwarze Dinger reinsetzen, grün, blau, ich weiß nicht was noch alles, ne? Ja, ihr Lieben. Na, wie ihr seht, hier schon eher die Bänge leicht verdreht, bevor sich die Rute gelöst hat. Ne? Also, bisher sehr, sehr geiler Eindruck. Das werde ich jetzt gleich noch für drei meiner anderen Ruten machen. Und dann ist es ready. Ne?